Im gleichen Takt. Zieh da an! Was hast du denn? Du bist ja ganz rot im Gesicht. Hast du etwa Fieber? Nein, es ist nichts. Es ist alles in bester Ordnung. Aber irgendwas ist anders. Was denn? Jetzt weiß ich's. Deine Redenswerte ist immer noch scheiße. Ist gar nicht schlecht. Danke. Bei dem Theaterstück habe ich ja auch gut mitgespielt, oder? Ja, richtig. Da habe ich fast schon gedacht, du bist... dass Frauen gut lügen können. Was soll denn das heißen? Das ist ja schon fast eine Beleidigung. Meister Avons Stück habe ich ja alle gesehen und sie gehören alle zu meinen Favoriten. Die Dialoge aus dem Stück Deine Taube möchte ich sein, kenne ich schon fast alle auswendig. Du wirst schon sehen, wie schnell ich angemessen lockerer rede. Ja, ja, ist ja recht. Kein Grund, gleich so sauer zu werden. Es war ja auch nicht böse gemeint. Wirklich. Doch, eigentlich schon. Ich wollte gleich mit allen besprechen, wie es weitergeht. Würdest du schon mal zur Pension zurückkehren? Lucy dann? Ich bin auch gleich da. Gut, dann werde ich schon mal vorgehen. Nicht schlecht, du redest ja so, als wärst du hier aufgewachsen. Ja. Vielleicht wird's dann doch noch was mit der Grenzüberquerung. Vielen Dank, es war nett mit euch. Das war aber komisch. Wissenswertes. Du, Tante Emma. Ah, ne, ich habe schon geredet. Schau wieder ab, war Hause. Ja, ja, ja. Vivi ist weg. Ach, soll der Steiner doch bleiben, wo die Todesschoten wachsen. Erstmal zurück zur Pension. Hm, rein zur Pension. Und mit Mogi reden. Ja. Ich speichere, Kuppa. Ja, speichere du mal. Da. Da, da, da. Gut. Ja, und das war's auch schon wieder, oder? Okay, noch die Lagebesprechung mache ich noch. Oh, was geht? Habe ich dich warten lassen? Ich habe Vivi Bescheid gesagt, aber er wird gleich hier sein. Und er wird gleich. Und mir gefällt dir dieses Dorf? So kommst du wahrscheinlich nicht aus dem Schloss, oder? So oft. Bäh. Nein, eigentlich nicht. Aber mir gefällt dieses Dorf. Es gibt so vieles, das ich noch nicht kenne. Und überhaupt, es ist das erste Mal, dass ich so frei herumlaufen kann. Aber irgendwie vermisse ich mein Kleid. Ich habe bis jetzt nur Kinder gesehen. Ja, das ist mir aber auch schon aufgefallen. Normalerweise müssen die Erwachsenen die Felder bestellen oder sonst irgendwo zu sehen sein. Und das Feld war auch nur sehr klein. Stimmt. Irgendwas hat es mit dem Dorf auf sich. Lass uns sofort aufbrechen, wenn Vivi zurück ist. Und was ist mit Steiner? Ich habe eine super Idee, wie wir durch das Südentor die Grenze überqueren können. Da die Grenzpatrouillen nur nach dir suchen, müssen wir noch nur dich gut verstecken. Es wird schon schief gehen. Anders ausgedrückt, schaffen wir es auch ohne den Blecheimer. Hauptsache, ich bin dabei. Ritter im Dienste ihrer Majestät. Das Brennholz ist perfekt aufgestapelt. Bei was kann ich noch behilflich sein? Das Putzen gehört zu meiner Arbeit. Das Putzen gehört zu meiner Arbeit. Ihr müsst mir nicht dabei helfen. Oh, bitte entschuldigt meine Aufdringlichkeit. Aber so habt ihr immerhin Zeit gespart. Vielleicht besitzt ihr jetzt die Freundlichkeit und könnt mich euren Vater vorstellen. Vater kommt erst nach Hause, wenn es dunkel wird. Alle Erwachsenen arbeiten tagsüber und kommen erst abends wieder. Verstehe. Ich dachte immer, in einer Kneipe erfährt man alles, aber... aber es besteht natürlich keine Notwendigkeit, auf einen Erwachsenen zu warten. Erlaubt mir euch, meine Frage zu stellen. Ich benötige genaue Informationen über die Verkehrsverbindung, Ich benötige eure Kooperation, denn es ist meine Aufgabe, eine äußerst wichtige Persönlichkeit wieder in das Schloss zu geleiten. Seid ihr aus dem Schloss Alexandria? Jawohl. Ich gehe aber zu einer hoheitlichen Einheit, die der Majestät direkt unterstellt ist. Eine scheiß Name hat Pluto-Truppe. Hauptmann der Pluto-Truppe, Adalbert Steiner. Pluto-Truppe? Ich glaube, von der habe ich schon gehört, die Scheiße. Wenn ihr vom Hofe seid, darf ich es euch ja sagen. Geht zum Aussichtsturm draußen vor dem Hof.
Dort wohnt Großvater Josef. Er kümmert sich um die Frachtschiffe. Frachtschiffe? Unglaublich, dass diese fliegenden Museumsstücke auch in diesem Dorf Halt machen. Man dankt. Wartet. Was gibt es noch? Vielen Dank für eure Hilfe. Nicht der Rede wert. Ihr seid es, die mir geholfen habt. Ich bin in Eile. Entschuldigt. Oh ja. Naja, letztendlich hätte es auch keinen großen Unterschied gemacht, wären wir nicht dort eingebrochen. Aber auch heute noch ist das Haus der Kings höchst mysteriös. Aber die Erlebnisse eines Diebes interessieren dich eher weniger, oder? Aber nein, das ist es nicht. Ich mache nur langsam ein wenig Sorgen wegen Vivi. Da hast du allerdings recht. Das dauert mir auch ein wenig zu lange. Dass der alte Steiner noch nicht zurück ist, juckt mich ja wenig, aber dass Vivi noch nicht hier ist. Gut, lass uns Vivi suchen gehen. Ja, und wie es weitergeht, werdet ihr dann morgen erfahren. Oder beziehungsweise, wenn ich es in der Nacht hochlade, heute. Ich weiß nicht, wann ihr das Video sehen werdet. Also, heute haben wir noch Donnerstag. Morgen ist Freitag. Also werdet ihr es entweder... Freitag werde ich neue Videos machen, so. Ah, genau. Das war gut gelöst, oder? Gib's zu. Boah, das war aber jetzt lange. Gut. Yep. Dann würde ich sagen, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Euer Zacky.